Hey Leute, willkommen zu einem neuen Black Ops 2 Video. Wir spielen heute in Black Ops 2 mit dem Reaper in Schlecht. Und zwar spielen wir mit dem Todbringer unsere ganz persönliche tragbare Minigun, wie hier steht. Und wir gucken einfach mal, was damit funktioniert. Ist eine Streak, die auf kleinen Maps vor allem ziemlich abgehen kann. Und falls ihr euch manchmal fragt, warum ich im Stehen zocke, schaut euch das Video an, was oben eingeblendet wird. Oder klickt auf den Link in der Videobeschreibung. Da wird eigentlich alles beantwortet. Okay, wir sind im Spiel. Let's go, würde ich sagen. Erspielen wir das Ding und schretten so ein bisschen die Leute weg. Ich glaube ja, auf der Map könnte das sogar ganz gut funktionieren. Die ist zwar jetzt nicht unbedingt klein, aber ist sehr offen. Das heißt, hier müssten wir das Ding gut einsetzen können. Können wir den bitte irgendwie killen? Ich will diesen killen. Nein! Er kommt. Den kriegen wir aber. Perfekt. Oh, wir haben ihn. Was hat er sich gedacht? Nice. Dröhnchen haben wir am Start. Das Beste eigentlich an der Streak ist, dass man die weiter benutzen kann, wenn man gestorben ist. Das heißt, wir können dann wirklich komplett rein mit dem Todbringer. Und können einfach schauen, was so passiert. Hier geblieben. Jo, wir haben den Wächter. Alter, das glaube ich geht jetzt schneller als gedacht. Wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Wir sind hier auf der Seite, die sind hier auf der Seite. Nice. Na kommt, na kommt. Jetzt kommt sie nicht, oder? Ey, wir brauchen doch eine andere Map. Wir brauchen doch eine kleine Map. Das gibt's doch nicht. Hier ist einer. Hier geblieben, mein Freund. Nein. Wie sind alle rumcampen? Das kann doch nicht sein. Aber wir haben das Ding noch und wir haben noch 83 Schuss. Das ist doch wunderschön. Oh, bitte spawnt alle da unten. Oh, das wäre so schön. Das wäre so wunderschön. Er spawnt natürlich kein... Oh. Nice. Schön weggescuppt mit dem Todbringer. So, haben wir hier mal den Wächter hin. Ich meine, warum auch nicht. Er kommt von hinten. Kommt schon, Spawns. Wollt ihr mir das wirklich antun? Jo, wie hier die absoluten Random Nades rumgeflogen kommen. Schön nachladen. Schön hoch. Jo. Ach, hier steht er. Alter, ich denke mir, von wo werde ich angeschossen? Er versteckt sich irgendwo hinter mir. Hier geblieben, meine Freunde. Hier geblieben, mein Freund. Nein, 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 nein. Oh, get wrecked. Alter, wie wir den zerstört haben. Ey, was sind das für Gegner? Nein. Ach Gott, so fucking knapp. Ich glaube, einen Kill hätte ich noch gebraucht. Ey, wir bleiben auf jeden Fall in der Lobby. Das ist doch lecker gerade. Wenn das so weitergeht, bin ich auf jeden Fall zufrieden. Hier geblieben, hier geblieben. Nice. Letzten Kill ist auch noch für uns. Aber ich denke, ihr seht auf jeden Fall, warum ich meine, das ist Reaper in Schlecht in Black Ops 2. Der Todbringer ist praktisch die Vorlage für Reaper in Black Ops 3. Nun muss man hier was machen und in Black Ops 3 kann man einfach rumcampen und nichts machen und kriegt das Ding. Spezialisten. So, let's go. Cargo ist angesagt. Ich glaube, auch hier könnte Reaper ganz gut funktionieren und mit Reaper meine ich den Todbringer. Wir müssen nur rausfinden, wo sie spawnen und wo sie langlaufen. Aber oft kommen ja hier gleich welche. Und die würde ich gleich gerne wegholen. Okay. War ein bisschen wackelig, war ein bisschen wackelig. Aber ey, der Kill ist gemacht, das ist die Hauptsache. So, du kommst mit. Du kommst auch mit. Netter Camp, mein Freund, aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Oh Gott, das wird zu knapp, das wird zu knapp, das wird zu... Wir haben den Kill gemacht. Ich weiß nicht wie, aber wir haben den Kill gemacht. Also, ich werde mich nicht drüber beschweren, aber ich verstehe es halt auch nicht. Oh, holy shit, get wrecked. Wie wir die Leute hier wegmessern die ganze Zeit schon. Was ist denn los? So, du bleibst erstmal hier. Oh Gott. Bitte jetzt nicht sterben. Ja, da haben wir das Ding. Da haben wir das Ding. Okay, wie? Genau. Wie switche ich durch, wollte ich gerade sagen. Wir hauen das Ding mal hier hin und aktivieren das Teil hier. Und sind instant down. Was? Oh shit. Komm her, komm her. Du auch, du auch. Nice. Genau dafür liebe ich diese Streak. Du kriegst halt manchmal doch ganz geil weg auf Entfernung. Und wo kommen wieder die ganzen Flashbangs? The fuck? Manche werfen die nur. Ein letztes Mal. Nein, nein, komm, komm. Gut, wir haben eine Kugel noch. Eine einzige Kugel. Damit können wir nichts mehr machen. Scheiße. Oh shit, wir sind auf Standoff. Immer noch meine Lieblingsmap in Black Ops 2 irgendwie. Ich mag die Maps so gerne. Schauen, dass wir ein paar Gegner im Gegner-Spawn direkt wegbekommen. Das wäre doch wunderschön. Okay, das haben wir irgendwie überlebt. Das auch und das natürlich nicht. Fies Batman. Hier geblieben, mein Freund.
Hier geblieben. Okay, das funktioniert jetzt. Das funktioniert jetzt. Ich spüre das. Ich glaube, die sind tatsächlich da oben noch. Kann das sein? Hä, wo sind die hin? Sollte ich da hoch? Nein, ja, da liegt. Wow, okay, das muss man auch erstmal machen. Zum Glück bin ich vorsichtig nach oben. Oh, wir haben das irgendwie überlebt. Splitspawn jetzt, oder wie? Bin ich ja kein Fan. So. Leute. Wir kriegen so langsam was hin. Stellen wir das Ding hier hin. Ich weiß nicht, wie viele Kills das jetzt noch sind. Ich glaube, 2 oder 3 muss ich noch machen. Da haben wir den Todbringer. Nice. Das war jetzt irgendwie ein bisschen komplizierter, als ich dachte. Wir schieben es auf die Legs. Die Legs sind schuld. Natürlich nicht mein Skill. So, dann schauen wir mal. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Holy shit. So will ich das haben. Na komm, na komm, na komm, na komm. 5. 6. Holy shit. Wir zerstören die. 7. Na komm hoch. 8. Leute, was machen wir mit denen? Nein! Und dann werden wir weggesniped. Aber geil. Alter, wie spielt dieser Typ denn? Er gibt sich nicht mal Mühe. Er campt einfach irgendwo in der Ecke. Ey, wir haben sogar noch 46 Schuss. Ich liebe das Ding. Können wir hier nochmal im Spawn ein bisschen aufräumen? Na gut. 3 Kugeln müssen wir nicht benutzen. Hauen wir die mal weg. Leider zählt das nicht mit in den nächsten Streaks. Das wäre noch perfekt. Wenn man sich mit dem Todbringer den nächsten Todbringer irgendwie erspielen könnte. Wäre ich auf jeden Fall Fan von. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Wäre ich ein Fan von. Haben wir Gegner? Wir haben Gegner. Yo! Wo kam er her? Aber get wrecked. Aber wo kam er her? Ich weiß es nicht. Nein, 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 nein. Oh, shit. Nein, nein. Was soll ich machen? Keine Munition mehr. Alter, das gibt's doch nicht. Gut, ja. Wo sind die Spawns? Oben, unten? Wo müssen wir hin? Stimmt, hier hoch. Jo, war da nicht noch einer? Huh. Okay, erstmal Dröhnchen raus und dann schauen wir weiter. Ja, die kommen hier. Hier geblieben. In der Ecke. Nice. Ist er weg? Ist er weg? Spawnflip schon wieder. Oh, Wächter. Das Ding können wir jetzt, wenn wir Glück haben, gut einsetzen. Stellen wir hier mal hin. Das sorgt halt manchmal wirklich dafür, dass man seine Streaks ein bisschen schneller bekommt. Weil die Leute dann da reinrennen und dann kriegst du langsam Punkte. Oh shit, komm her, komm her. Nice, damit den Todbringer. Meine Freunde, los geht's damit. Okay, du gehst. Wo willst du lang? Wir könnten uns aufteilen, Teammate. Nein, das gibt's doch nicht. Jo, wahrscheinlich kriege ich jetzt keine Kills mehr. Meine Teammates klauen mir alle Kills. Halt wirklich alle. Oh, da haben wir noch einen letzten. Dankeschön, Spiel, dass ich noch einen Kill bekomme. So, du kommst mit. Bitte spawnt jetzt nicht direkt hinter mir. Das wäre schön. Das wäre wunderschön. So, du kommst noch mit. Oh, ein letztes Mal noch dieses Ding. Bitteschön. Wir brauchen den Todbringer nochmal. Da haben wir den Wächter. Rennt rein, meine Freunde. Er kommt auf den Luft. Meine Freunde, das Spiel hat uns erhört. Wir sind auf Nuketown gelandet. Wie schön ist das denn bitte? Also wenn hier die Streak nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Die muss hier funktionieren. Es kann gar nicht sein, dass die hier nicht funktioniert. Wir haben ein bisschen zu viele Shotgun-Spieler gerade im Gegnerteam. The fuck? Okay, ich glaube, wir müssen unsere Streak jetzt mal erkämpfen, damit wir dann damit die Gegner zerstören können. Okay, den Kill nehme ich mit. Ich bin mir nicht sicher, wie ich den gerade gemacht habe, aber ich werde mich nicht beschweren, meine Freunde. Ah, diese Sniper immer, diese Sniper immer. Ich sag's euch, ey, die Spawns auf dieser Map sind so komisch. Die sind so komisch, man checkt es einfach nicht. Yo, wo kommt er denn her? Da liegt er wieder, da liegt er wie? Er liegt nicht. Wächter? Wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Hauen wir das Ding raus. Hallo, mein Freund. Wo kommt der her? Aber wir haben ihn, wir haben ihn. Kein Problem für uns. Du kommst auch mit. Alter, das Ding geht ja hier so ab.
Nein, was? Ey, wie er rumruckelt. Hör auf, irgendeine Scheiße runterzuladen. Damit du genug Internet hast fürs Game. Oh, wie kannst du so zerstören mit dem Ding? Holy shit. Nein, er kommt von hinten. Ich glaub's nicht. Ey, aber wir haben noch 40 Schuss. Wir haben noch 40 Schuss, meine Freunde. Das war nice. Das war nice. Ah, das ist schon echt kompliziert, hier Kills zu machen bei so vielen Rucklern. Ich muss es zugeben. Es ist kompliziert. Kannst du nichts machen. Schaut euch das an. Wir hatten hier einen geilen Moment auf der Map und die Lags haben alles zerstört. Finde ich ein bisschen schade. Ich hoffe natürlich trotzdem, euch hat das Video gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Testet dieses Streak unbedingt mal aus. Ich sag euch, das Ding kann auf jeden Fall abgehen, gerade auf den kleinen Maps. Falls ihr weiterhin Call of Duty Videos sehen wollt, lasst natürlich ein Abo da und aktiviert auch die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Das war's von mir. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.